Morgen, ihr Lieben. Willkommen zu Therathiel Folge Nummer 2. Es geht also weiter jeden Mittwoch ab 19 Uhr rund um Fragen, die ihr stellt, rund um Sorgen, die ihr habt. Was immer ihr zu berichten habt, ist bei uns willkommen. Und das hat auch schon angefangen. Also ich habe hier Zuschriften bekommen, nämlich zum Thema Hirnblutung. Auf gut Deutsch heißt das Aneurysma. Haben mich zwei Leute darauf angesprochen, ob ich da nicht mal etwas zu machen kann, weil, komm mal hier oben, ist eine Narbe, auch ich hatte eine Hirnblutung, ein Aneurysma, hab's aber überlebt. Und und deswegen haben die auch gesagt, sag mal, du hattest doch auch so ein Zeugs. Ich hab's auch gehabt, vielleicht kannst du darüber eine Sendung machen. Das mache ich gern, und zwar nicht nur ich, sondern... Ich habe Unterstützung mitgebracht. Dieser junge Mann hier, ne? Der ist Arzt, jo. Und ist auch noch ein Freund. Ein Freund von Annika und von mir. Das ist Thorsten Gottschalk. Und Thorsten, der hat Medizin studiert. Und der kennt sich mit Aneurysmen aus. Wie ihr nicht. Doch. Es ist schon ein paar Jahre her, dass ich studiert habe. Aber, aber das Wissen ist noch parat. Aber das ist... Erstens ist das ein Netter, zweitens ist das ein Kompetenter und drittens, wir gucken mal einfach, ne, Thorsten. Also ich freue mich, dass du da bist und ja, du wirst uns dann immer mal unterstützen, wenn das um medizinische Sachen geht. So, ne? Genau, aber immer psychologisch, medizinisch so. Und da sind wir auch bei den Aneurysma und deren Folgen. Wollen wir erstmal ich lese es euch erstmal vor, ich lese dir auch nochmal vor, worum es geht dann bei den Sachen. Die erste Zuschrift. Und das ist mir wichtig, da hat nämlich, und das werde ich hier auch mal so wegdrücken, derjenige, der das geschrieben hat, gesagt, ich darf das alles vorlesen, aber bitte nicht den Namen. Das ist auch in Ordnung. Datenschutz, ne, Thorsten? Also, er sagt, hallo Annika, hallo Michael und Michael. Vorab muss ich sagen, dass ich euren Podcast sehr mag und ich mich jeden Sonntag auf die neue Folge freue. Jo, das will ich hören. Umso mehr finde ich jetzt richtig klasse, dass Therathiel weitergeht. Ich habe früher Rocket Beans nur wegen Michael geschaut. Ich kann stundenlang so weiterlesen. So, nun zu was Ernstem. Thorsten, hör zu. Ja, ich höre zu. Jetzt kommt das Medizinische, denke ich. Ich bin 25 Jahre alt und hatte letztes Jahr am 25. Juli eine Hirnblutung aus einem geplatzten Aneurysma. Hab gehört, Michael hatte auch sowas Ähnliches. Da. Ich bin zum Glück aus den Gröbsten raus und habe soweit auch einigermaßen gut überstanden. Hab nur ganz wenige körperliche Probleme zurückbehalten, Gott sei Dank. Hauptsächlich ständige Kopfschmerzen und eine kleine Unsicherheit in der linken Hand. Schlimmer als die körperlichen Probleme sind jedoch die psychischen Probleme, die danach aufgetreten sind. Vor allem leide ich seitdem unter Angststörungen, wie zum Beispiel hypochondrische Ängste, teilweise auch mit zwanghaften Verhalten wie ständiges Händewaschen und so. Ich bin zurzeit auch in psychologischer Behandlung. Und habe den Eindruck, dass mir die Therapie langsam aber sicher hilft. Nach dieser für mich existenziellen Erfahrung habe ich angefangen, mein Leben neu zu überdenken. Mein Studium habe ich abgebrochen und plane jetzt eine Ausbildung zu beginnen. Allerdings überkommen mich ab und zu immer wieder diese Ängste und hindern mich daran, mein Leben so zu gestalten, wie ich es gerne möchte. Meine Frage wäre deshalb, ob ihr mal darüber reden könntet, wie man solche Ängste überwinden kann oder wie man nach einer Lebenskrise wieder die Kraft für einen Neuanfang finden kann. Ich habe übrigens kein Problem damit, wenn ihr diese E-Mail vorlest. Nur meinen Namen wird ihr nicht nennen. Nö, haben wir auch nicht gemacht. So, Dankeschön, du Namenloser. Nein, das ist vollkommen in Ordnung und danke dass, für die Zuschrift. Kommt nachher noch eine zweite, die sich auch um Aneurysma handelt. Thorsten, wie fangen wir an? Wollen wir erstmal erklären, was ein Aneurysma ist? Ich glaube, das ist das Beste, ne? Wenn wir erstmal erklären, was ein Aneurysma ist. Erklär mal. Aneurysma ist im Endeffekt eine Aussackung von einem Gefäß. Man kann sich das so als das Gefäß so als Röhre vorstellen, wie so ein Gartenschlauch, ohne dass man sich jetzt angesprochen fühlen muss. Und wenn da ordentlich Druck drin ist, kann sich der aufweiten. Und diese Aufweitung, das ist dann das Aneurysma. Okay. Und das kann nicht nur im Kopf stattfinden, sondern überall, wo wir Gefäße haben. Also im ganzen Körper kann es diese Aneurysma haben. Im Kopf, das ist leider immer sehr folgenschwer. Aber auch im Bauch, das ist am häufigsten Bauchschlagader. Wenn die sich aufdehnt, ist schon Gefahr. Und ab einer gewissen Größe ist es richtig gefährlich. Dann muss es auch therapiert werden, unmittelbar, weil es dann auch platzen kann mit sehr weitreichenden Folgen, weil dann ist das Blut, was wir so in den Adern haben, mal weg. Also ich habe auf dem Röntgenbild gesehen damals von
Tilly, dass das wie so eine Aussackung war. Also ja. wie so ein kleiner, wie soll ich sagen, so eine kleine Kurve. Ne? Genau, so, das, so ist so, das ist so, wenn man so das Gefäß so langs geht, dann ist es auf einmal weiter und dann kann es auch wieder zusammengehen. Genau. Vielleicht sollte man ganz kurz in die Stimme... Die Stimme aus dem Off, ne, die so ein bisschen verheilt ist, ist von Annika, also die es noch nicht kennt. Ne? Annika ist das ist Kameramädchen und die, weiß ich nicht, die kluge Frau im Hintergrund, ich meine Frau. Eine tragende Frau Rolle. Hat eine ganz tragende Rolle. Genau. So, ne, so. Ja, Entschuldigung. Ich habe da gerade eine Frage gehabt, dann muss ich die immer loswerden, dann kann ich das ja auch gut sein. Noch ein, und weil wir nur zwei Mikrofone haben, ne, muss sie lauter reden. So, erzähl. Genau, das ist so eine Aussackung, wenn so eine Röhre, so ein Gefäß da ist, dann geht es halt an der einen Stelle auf und meistens danach auch wieder zu. Und wenn es weit, weit, weit auf ist, wenn man sich so einen Gartenschlauch vorstellt, der irgendwo so eine Beule kriegt. Oh, dann macht es bumm. Und die Beule wird immer größer, immer größer, wie bei Tom und Jerry, der Schlauch, der Gartenschlauch. Irgendwann macht es batsch und dann spritzt alles raus. Ja, toll, danke schön. Gut, mein Lieber. Das ist der Super-GAU. Mhm. Ich will euch erzählen, wie es bei mir war, weil dieser Super-GAU fand genau hier statt, hier in dieser Wohnung, wo, wo wir sind. Und ich war hinten am Geschirrspüler, habe den Geschirrspüler ausgeräumt und dann bekam... Der Geschirrspüler ist schuld. Und dann plötzlich tatsächlich dann bekam ich tierische Kopfschmerzen. Ich kenne sowas nicht. Aber das sind genau die Situationen, wo im Kopf der Druck ansteigt, also Kopf nach unten nehmen. Zum Geschirrspüler. Jo. Zack. Druckanstieg. Mhm. Dann so ein Aneurysma, dann kommt nochmal Druck drauf und dann kann sowas passieren. Ja, und pass auf. Ich, Kerl, na, Kopfschmerzen kenne ich nicht. Hab gedacht, na ja, wird schon irgendwie wieder vorbeigehen. Da wurde mir ein bisschen übel. Habe ich gedacht, oh, ja, kann auch sein. Bin ich so auf Klo gegangen, war alles, aber irgendwie alles so im Rahmen. Mhm. Und dann habe ich zu Annika gesagt, was habe ich gesagt? Oh, ich lege mich mal ein bisschen hin, ne? Na ja, du hast schon gekeucht. Dir ging es echt richtig dreckig. Ja, das muss man mal dazu sagen. Aber dann habe ich gedacht, okay, leg dich mal ein bisschen hin, ne? Und dann wird es schon wieder werden. Und die Lebensretterin, die jetzt gerade die Kamera schwingt, die hat das keine Ruhe gelassen. Nein, ne? Absolut nicht. Nee. Und die hat irgendwie, dann kam sie immer mal und hat geguckt und dann fing ich plötzlich an zu schielen. Ui. Jo. Und da hat Annika, ich sag das jetzt mal einfach für dich, weil wir einen Freund hatten, der hatte einen Sohn und der hat dann auch ein Aneurysma und die haben sich wohl mal miteinander unterhalten, Annika und der Freund. Und da hat Annika, klug wie sie ist, gesagt, das kann ich mit rechten Dingen zugehen und hat dann ganz schnell einen Rettungswagen gerufen. Und seitdem und danach weiß ich von nichts mehr. Ich bin nachher auf der Intensivstation aufgewacht. Ich habe soll lustig mich mit den Feuerwehrleuten unterhalten haben, habe die Aufnahme im Krankenhaus unterhalten, habe Vorträge gehalten. War wohl auch ein bisschen aggressiv, hast du gesagt? Ja, du warst sehr aggressiv. Mhm. Und das Lustige war, als dann die OP-Lampe anging, war das, als wenn ein Scheinwerfer auf dich gerichtet war. Jo. Juhu! Und du hast sofort einen Vortrag gehabt. Ich habe Angst. Über Angst, guck mal, so. Ja. Lange Rede, nachher haben die mir gesagt, wenn Annika nicht da gewesen wäre, würden wir beide wahrscheinlich nicht mehr miteinander reden können, weil ich wäre wohl friedlich eingeschlafen. Das heißt, dieser... Mhm. Schlauch, der ist geplatzt und ich wäre wahrscheinlich innerlich im Kopf wohl so verblutet, dass ich dann irgendwann mal hingewiesen wäre. Ist es so? Das ist auf alle Fälle so. Also das heißt, sie hat mir echt das Leben gerettet. Ja, ne? Hat sie. Annika. Ah. Hey, danke. Schatz, danke, dass wir heute hier sein dürfen. So. Das ist wirklich so, weil 50% beim ersten Aneurysma, eben wenn es im Kopf stattfindet, überleben das nicht. Echt? Ja. Ich gehöre zu den anderen. Ja, zum Glück. Das lebende Beispiel. Ich habe tatsächlich auch gelesen, also die meisten, diese 50%, die schaffen noch nicht mal, also da kommt der Notarzt dann an und der kann nur noch sagen, das war's. Und dann gibt es eine andere Prozentzahl, die sagen, auf dem Weg zum Krankenhaus. Ja. So. Und dann gibt es noch eine Prozentzahl, die sagt, okay, wenn du das dann überlebt hast, dann bist du aber manchmal auch ein bisschen angeditscht. Ne? Von denen, die es überlebt haben, die anderen 50%, davon nochmal 50% haben bleibende Schäden. Wie wir auch in der E-Mail. Oh, da sind wir doch schon 100 bei 100. Also 50 übernehmen sie mich nicht und dann? Ja. Dann gehöre ich ja zu wie viel Prozent? Zu 3% die Folgen. Nee. Ja, ungefähr. Also mit einer kleinen Narbe, ne? Aber ja, kann man leben. Es gibt schon einige Folgen, über die wollen wir hier jetzt reden. Ruhe da hinten. Du hältst die Kamera. Bist du ruhig? Ich bin fit und frisch. Nein, es gibt tatsächlich, und jetzt kommen wir auch zu dem Thema. Jetzt wird es ernst. Also erstmal ist mir wichtig. Also ich finde das so
wichtig, dass wir erstmal deutlich machen, wann wird es ernst, wenn die Kopfschmerzen plötzlich ein Ausmaß annehmen, die nicht mehr noch... Wann würdest du einen Rettungswagen rufen? Also, ja. Ich glaube, das ist immer gerechtfertigt, wenn die Lebenspartnerin, und da müssen wir Männer einfach das so hinnehmen, wenn die sagt, so kenne ich dich nicht, du bist völlig anders, das ist total komisch, ich hole jetzt einen Rettungswagen. Mhm. Das ist absolut der richtige Moment, weil niemand anderes kennt uns besser. Jo. Und ich kenne schon einige Männer, die haben diesem Sachverhalt ihr Leben zu verdanken. Mhm. Doch, und jetzt haben wir nicht allein. Ja. Bei diesem Aneurysma ist es so, wenn es im Kopf stattfindet, das gibt einen Vernichtungskopfschmerz. Das ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Und das so ist heißt nicht, das Ding. Ja. Nicht so, als wenn wir abends einen gesoffen haben, am nächsten Tag einfach schlecht aus dem Bett kommen und irgendwie alles doof ist. Und oh. Also das sind nicht diese 37 Arten von Kopfschmerz, die man mit einem Medikament behandeln kann. Das ist was ganz anderes. Das ist ein Vernichtungskopfschmerz. Jo. Das ist deutlich schlimmer. Das kann ich bezeugen. Jo, das war schon heftig. Ja. Das wird nicht besser, wenn ich hinlegst. Jo. Das wird überhaupt nicht besser. Das bleibt so. Hm. Und dann kommen so Sachen dazu, die wir vielleicht auch nicht kennen. Also wenn ich morgens aufwache, habe Kopfschmerzen, mir ist schon schlecht, das war ein toller Abend, dann kann ich mir das erklären. Aber wenn ich jetzt hier vorm Geschirrspüler stand und schlagartig Kopfschmerzen bekomme, Übelkeit, und ich kenne diesen Verlauf nicht, das muss auch ein Alarmsignal. Also immer aus dem Verlauf heraus muss man gucken, kenne ich das nicht? Kommt mir das jetzt komisch vor? Und es ist ja nicht so, dass du irgendwie hochgekommen bist und den Kopf an Schrank geschlagen oder irgendwie an der Ecke oder sowas. Und sagst, oh, das ist eine Beule, tut mal kurz weh. Das war es ja nicht. Sondern es war ja so richtig runter. Und das ist eben das häufigste, Druckerhöhung im Kopf. Und dann geht irgendwas kaputt. Und dann blutet es weiter. Das Schielen, was ich gehabt habe, gehört das auch mit dazu? Ja, also da ist diese Arterien und Venen, die liegen da in einem Subarachnoidalraum. Heißt ja auch SAB. Genau, Subarachnoidalblutung. Die Arachnoidea ist die Spinne. Oh. Und das ist so ein Gewebe, das ist so wie so ein Spinnengewebe aufgebaut. Ja, das ist so eine Struktur, wo gut Leitungsbahnen längs fließen können. Die Venen raus, die Arterien rein. Und in diesen Hochdruckgefäßen, in den Arterien, da können sich diese Aneurysma ausbilden. Und da kann es dann reinbluten. Okay. Und da ist nicht viel Platz im Kopf, weil die Natur hat uns ja doch schon ziemlich toll gebaut. Außenrum in der schützenden Hülle, bei dem Organ, was überhaupt keinen Druck an kann. Ja, ja. Da darfst du nicht drauf rumdrücken auf dem Gehirn. Das ist nicht gut, ne? Ja, überhaupt nicht gut. Nee. Du bist Motorradfahrer, komm, deswegen, ne? Helm ist Pflicht. Helm ist Pflicht, weil die Kräfte, die da walten können, sind so, dass unsere natürliche Hülle kaputt geht, nämlich der Schädel. Ja. Aber jetzt denken wir uns mal ganz kurz zu unserer Arterie in dieser Arachnoidea, in dieser spinnengewebsartigen Bereich da rein. Wenn es da reinblutet, außen der Schädel, innen das Gehirn. Schädel ist hartes Knochen. Also geht der Druck aufs Gehirn. Wenn das Gehirn Druck kriegt, funktioniert es nicht mehr richtig. Das ist wie, als wenn ich auf eine Platine fasse. Da funktioniert die auch nicht mehr richtig. Und dann kommt es zu diesen Einschränkungen. Und natürlich bei den Leistungen zum Beispiel des Auges, weil das haben wir gesehen, wie vorne irgendwo geblutet hat. Ja. Da hat es irgendwo auf die Sehnerven wahrscheinlich gedrückt. Und dann blutet es da so weiter. Und dieser Bluterguss, der sich da bildet, der wird immer größer, weil Arterie viel Druck. Und das geht immer so weiter. Da hält ja keiner einen Finger jetzt drauf auf diese Arterie. Nee, wie denn? Kommt ja keiner ran. Genau, eben. So. Schützende Hülle. Aber nach außen kein Platz. Drückt es nachher auf. Ja, so, so kommt es zu den Ausfällen, diesen Einschränkungen. Ja, ja. Und da ist wirklich Time is Brain. Also Time is Brain. Das gilt, dieses Krankheitsbild fällt ja unter diese Schlaganfall-Hirnblutung. Ja. Ja. Und das ist ja alles vom Krankheitsbild von außen erstmal das Gleiche. Und da ist immer Time is Brain. Also umso länger dieser Zustand anhält, umso weniger habe ich Chance darauf, glücklich aus der Sache rauszukommen. Habe ich Schwein gehabt? Meine Güte, das wird mir nochmal so richtig deutlich. Ne? Richtig gehandelt. Ja, nee, muss ja so. Okay.
Jetzt kann ich noch eine Stunde weiter erzählen, aber es ist tatsächlich so, ich weiß von nichts mehr, Annika hat mir ganz viel erzählt. Ich bin nachher auf der Intensivstation aufgewacht und dann waren voll mit Schläuchen. Vielleicht, ich habe das schon mal auf Facebook gepostet, vielleicht mache ich in dem Filmchen mal so ein Foto davon, dass man sich das sieht. Und dann war noch die Frage, was ist denn jetzt da noch, ist da irgendwas übergeblieben von diesem Aneurysma? Und dann waren die nachher ganz begeistert, dass ich, also anscheinend, ich konnte reden, ich konnte gucken, ich konnte irgendwie, war nicht so fürchterlich eingeschränkt. Das Einzige ist, ich sah aus wie Karl Dahl, weißt du, also das eine Auge, wusch, das flippte so in eine andere Richtung, aber dann sagte so ein Augenarzt nachher auch, nee, aber es wird alles irgendwie wieder gut werden und ist auch gut geworden mit Reha-Maßnahme und all so ein Gedöns. Kommen wir mal zurück zu der E-Mail, ne? Der sagte ja, der Gute hier, aber ich habe was schon psychisch was nachgegeben, da ist was nachgeblieben. Also ich habe Ängste, vermehrt Ängste. Ich habe sogar sowas wie eine Zwangsstörung. Also körperlich geht es mir einigermaßen gut, so wie ich das verstanden habe, aber die Ängste, die bleiben nach. Und das, ne, kann ich, lieber Schreiber, anonym, kann ich gut nachvollziehen. Annika sagt, wenn ich zum Beispiel so eine Bewegung mache nach unten, wie beim Geschirrspüler, dass ich mich irgendwo nicht so wie früher so ganz normal darunter beuge, sondern so ein bisschen wie so eine Schildkröte, als wenn ich so den Kopf immer noch nach oben haben will. So ganz, also es sieht eigentlich aus, als wenn du 95 bist und das so am Gehstock machst. Ja. Ganz vorsichtig, ne? Und ich glaube, du erschöpfst auch leichter, du bist leichter müde, solche Sachen. Ja, ne? Ja. Also das, ich glaube, das ist so ein unbewusstes Ding, als wenn das innen drin noch so ein, weiß ich nicht, ja. Dann, na, es ist was übergegeben. So ein Schutzmechanismus. Sowas, ne? Genau, so ganz. Ich glaube auch, dass das nicht nur dieses rein körperliche und was man da noch sieht ist, sondern dass dieses Selbstvertrauen in das Funktionieren unseres Körpers, dass da immer alles gut ist und alles funktioniert, das ist ja so ein bisschen Zeitgeist auch, dass das erschüttert ist. Ja, von einem Moment wirklich auf den anderen, du hast recht, das Leben ist nicht mehr so sicher und nicht mehr so selbstverständlich wie vorher. Genau. So. Und dann können sich natürlich daraus auch Ängste entwickeln. Ne? Absolut. Ich hab gelesen von der Statistik hier auch da wieder, ja, überleben und so, aber da gibt es auch viele Menschen, die sowas erlebt haben, die unter Depression womöglich auch leiden und die eben auch Ängste entwickeln. Ja. So. Was tun? Wieder Selbstvertrauen irgendwie schaffen. Aber das ist natürlich bei dem E-Mail-Schreiber, du hast vorgelesen, 25 Jahre alt, in dem Alter. Ist noch jung. Denkt man nicht dran. Du bist noch so jung. Denkt man nicht Scheiße. Dran. Scheiße. Ja. Also das ist in der Statistik. Hast du dann nach deiner Erfahrung, werden die Fälle immer jünger? Also ich weiß es eben vom Freund, der hat sogar ein Kind, also ein Sohn mit früh das bekommen. Wird es jünger, das Ganze? Es gibt eine Stelle, da kommen diese ganzen Arterien in den Kopf. Und da ist so ein Kreis, so ein Zirkulus, wo die ganzen zusammengeschlossen sind. Das ist so eine Baustelle für den Körper. Bei Mama im Bauch, als wir entstanden sind, da gibt es ein paar Schwachstellen. Das ist aber auch die häufigste Stelle. Da oben eigentlich eher weniger. Und da kann es auch schon in jungen Jahren, selbst unter der Geburt, wenn es eine natürliche ist, kann das auch schon dazu kommen. Aber da ist das Gehirn noch formbar, da müssen wir auch den Schädel noch ein bisschen zusammendrücken können. Gut, ja. Da ist noch alles formbar. Aber ein paar Jahre später ist es sehr empfindlich geworden, das Gehirn. Braucht auch seinen Platz. Und da ist es nicht unbedingt an Jüngeren, das heißt eigentlich so ab 50. Und dann kommen so ein paar andere Faktoren hinzu. Bluthochdruck, Rauchen, das gute Leben. Das ist natürlich irgendwie prädestinierende Faktoren. Alles, was die Gefäße ärgert. Das ist ein Gefäß, was da kaputt geht. Das ist schon fast jetzt auch der Tipp zur Prophylaxe, ne, zur Vorbeugung. Also ab und zu mal doch den Blutdruck mal checken. Genau. Und ich habe nichts gegen gutes Leben, aber doch auch ab und zu mal zum Doc gehen und mal dann doch mal checken lassen. Ab 50 sowieso. Für anscheinend noch ein bisschen früher ist besser. Es gibt die Möglichkeit ab 35. Jo, genau. Also da wird das angeboten. Alle 2 Jahre kann man das machen. Da mutig sein. Gilt vor allen Dingen für Kerle. Na, die Vorbeugevermeider hier. Da ist es so, Frauen nehmen das häufiger an. Ja. Männer leider nicht so. Nee. Und wir müssen uns dann noch ein bisschen mehr drauf einlassen. Emanzipieren, ne? Weil es kann wirklich schlagartig, wie du es erlebt hast, sich ändern, dass es dann einem nicht gut geht und man weiß erstmal gar nicht, warum. Ja. Aber ist es nicht auch so, dass die meisten Menschen im Körper irgendwo ein kleines Aneurysma haben und das ihr Leben lang gar nicht merken? Das kann auch so sein. Ja, ne? Das kann auch so sein.
Aber nochmal zurück. Also er fragt jetzt hier ganz berechtigt, wie kann ich jetzt diese Ängste überwinden? Du sagst, ja, mehr Selbstbewusstsein, ja, das ist. Nun kannst du natürlich in der Verhaltenstherapie, in der Psychotherapie, ich glaube, das macht er auch schon, kannst du natürlich ganz konkret auch an Ängsten arbeiten. Das heißt aber, so wie ich das auch für mich erlebe, ich weiß auch die Ängste überhaupt erstmal wieder ins Leben rauszugehen. Ne? Ich bin unsicher gewesen, gangunsicher gewesen, habe mir lange nicht zugetraut, hier durch die Gegend zu laufen, wie ich es jetzt mache, und bin erstmal mit Walking Sticks und so, Step by Step. Das heißt, du musst dann wirklich lernen, Stück für Stück dir das Leben wieder zurückzuerarbeiten. Und Ängste überwindest du eigentlich, so blöd das auch ist, immer nur, wenn du dir den Ängsten stellst. Das ist Grammatik, ne? Ja. Wenn du dich den Ängsten stellst. Aber ist es, weil das Körperliche ist das eine, das braucht auch Zeit, damit es besser werden kann. Ja. Also irgendwelche Folgeschäden, wie du gesagt hast, das Auge war da irgendwie weggeflutscht und es kam wieder und es funktioniert. Weggeflutscht? Wie redest du mit mir? Zur Seite. Ja. Wir kennen uns doch. Ja. Karl Dahl. Karl, ich liebe dich, aber ich sah echt so aus wie du. Aber der Zwillingsbruder von Karl Dahl. Ich schicke das Karl, der guckt das nachher. Mach das. Ja. Schöne Grüße. Aber das hat sich ja zum Glück wieder gegeben. Aber das Körperliche braucht genauso wie auch die Psyche ein bisschen Zeit nach so einem Einschlagen. Und dann kann man immer wieder auf diesen Schlag, Schlaganfall, einschlagendes Ereignis, schlagartig. Das braucht seine Zeit, bis das körperliche Verhalten ist, aber auch eben die Psyche. Und das ist ganz wichtig, dass man da über die Zeit auch mit Krücken, mit Stützen, im wahrsten Sinne, egal wie das ist, ob das jemand anderes ist, der einem beisteht oder ob man sich selber was in die Hand nimmt, dass man da wieder auf die Beine kommt und wieder in die Gänge kommt. Und ob das alles wieder reparierbar ist und alles wieder auf den alten Stand, das kann man nicht sagen vorher. So, aber das Leben ist anders, ein bisschen anders geworden, aber nicht unbedingt schlechter, das sage ich jetzt mal einfach so. Das, was Annika bemerkt hat, leichter erschöpft, ja. Ich schiebe es auch immer, ich werde ja auch älter, also kann auch wieder da ein bisschen liegen, aber es ist so. Ich merke das schon und ich weiß es auch von anderen Mitpatienten, die sowas gehabt haben. Sogar eine Psychologin, eine Kollegin hatte das auch gehabt, die hat gesagt, nee, den Stiefel wie vor dem Aneurysma kann sie nicht mehr so weghauen. Annika, wollt was sagen? Nee. Ja, und zwar das Interessante bei dir ist, dass sich deine Psyche ein bisschen verändert hat. Oh ja. Ja. Ja, ja. Das freut sie. Ja. Darf ich sagen? Ja, du hast einen Emotionschip. Ich habe, kennst du auch Data, ne? Von so, Data hat auch einen Emotionschip, ne? Ist ja so ein Androide und so. Ja. Und den habe ich jetzt auch. Von Raumschiff Enterprise. Raumschiff Enterprise. Ja, ich bin da nicht so. Also der hat und Annika sagt, ich habe einen Emotionschip bekommen, weil du musst Buh machen, ich fange an zu heulen. Nicht ganz so schlimm, aber so, ich bin schon angefasst. Also ich lasse es auch zu, das ist auch in Ordnung. Wie gesagt, meiner Frau gefällt es. Ich muss manchmal in Beratung und Therapie, es wird ja auch manchmal richtig traurig, da muss ich schon aufpassen, dass ich nicht plötzlich mit anfange zu weinen. Kann manchmal gut sein, manchmal ist es aber auch nicht so gut, weil Menschen wollen auch gerne eine gewisse Stabilität haben. Also emotional ist da oben schon ein bisschen was weicher geworden. Nicht unbedingt das, schlechter. Das kann natürlich sein, dass es da Veränderungen gibt, dass da Druck auf dem Gehirn lag, aber was da nun wirklich sich verändert, kann man vorher nicht sagen. Nee. Also meine Psychiaterin, Neurologin in der Reha hat gesagt, Herr Thiel, da oben diese ganzen Botenstoffe, dieser ganze Kram, der da oben so rumschwirrt, ist durch dieses Aneurysma vollkommen durcheinander gekommen. Das sind so weitere Veränderungen, die entstehen können durch diese Blutung, weil ja Blut nicht in diesen Raum reingehört. Nee. Dann sind auf einmal alle andere Elektrolyte, das Natrium ist zum Beispiel da, gehört da eigentlich nicht ganz so in der Weise hin oder in der Konzentration, das verändert sich. Und da kann es auch da zu Veränderungen kommen. Auch die Botenstoffe können sich verändern. Und bis das alles sich normalisiert hat, kann dauern. Wann habe ich das Ding gehabt? 2016, ne? Jetzt haben wir 2000. Ja. Aber ich glaube, das Wichtigste nach so einer schweren Erkrankung ist erstmal dieses Trauma zu überwinden, was man automatisch hat, weil das war lebensbedrohlich, die ganzen Umstände, das Erwachen im Krankenhaus, das Erschrecken der Eltern, Freunde, der Umgebung, dieses, oh Gott, ich wäre fast weg gewesen, und die Erfahrung, dass das Leben endlich ist. Ja. Ich glaube, diese Erfahrung, dass das Leben plötzlich vorbei ist, die ist so, dass sie wirklich die Psyche verändert. Entweder man bekommt sehr viel mehr Ängste oder man überwindet das im Laufe der Zeit und schafft es,
daraus dann Kraft zu ziehen und zu sagen, Mensch, das, was ich jetzt habe, ist eigentlich geschenkte Zeit. Und die nutze ich und tue die Dinge, die ich vielleicht immer schon tun wollte. Mhm. Auch wenn ich vielleicht körperlich jetzt ein bisschen eingeschränkt bin, aber nach so einer Sache, aber vielleicht gebe ich mir jetzt Mühe und mache das jetzt einfach, bringe Privatleben in Ordnung oder suche tatsächlich mal Angehörige oder weiß der Teufel, mache einen Laden auf, was immer ich wollte, dass das vielleicht nochmal so ein Schub ist. Mhm. Weil es wird klar, wir werden nicht jünger, wir werden älter, wir werden endlich und wir sehen, wie schnell der Körper eigentlich eingeschränkt ist. Ja. Ist so, dir das auch so ergangen? Mir ist es nach meiner Krankheit so ergangen. Ja. Ich wollte jetzt wissen, ob es dir auch so ergangen ist. Ja, ist mir ich auch weiß so. Das, wir haben ja öfter darüber ja, gesprochen. Ja, ist mir so gegangen. Aber ich denke, dass die meisten, die sowas schon gehabt haben, genau diese Gedanken auch gehabt haben. Genau, und deswegen auch jetzt, das ist jetzt wieder zurück zur E-Mail, das ist nicht ungewöhnlich und das ist auch, was Annika gesagt hat, ist alles sowas von richtig und gut und weise. Es ist erklärbar. Hm. So, du bist also nicht verrückt geworden oder dein Gehirn spielt auch nicht verrückt, sondern das ist eine sinnvolle Reaktion auch auf solche Ereignisse. Es ist lästig, ja, du bist in der Therapie, hast du gesagt, es ist gut, hoffentlich hast du eine gute Beziehung auch zu deinem Therapeuten, der dich aus diesen Ängsten und vielleicht auch aus der Depression rausholt. Das ist das A und O. Und du hast es überlebt, so schlicht und ergreifend. Ne? Du bist kein, ich nenne es mal so, ich darf es sagen, du bist kein Matschbrötchen geworden. Ich habe in der Reha leider Gottes Menschen kennenlernen müssen, denen es überhaupt nicht so gut gegangen ist. Und da denke ich, das ist Gold, dass es dir einigermaßen gut geht. Die Ängste kriegst du auch in den Griff, mir geht es auch einigermaßen gut. Und jetzt bin ich am Überlegen, Thorsten, ich habe noch eine kleine E-Mail. Wollen wir das noch machen? Mach das noch, natürlich. Pass auf. Ich würde gar mal mit Herrn Thiel über seine SAB sprechen und wie er das alles so überstanden hat. Meine Frau hatte 2016 auch eine SAB. 4 Tage ist sie damit rumgelaufen. 3 Ärzte haben sie untersucht, keiner hat es erkannt. Sie geht jetzt am Rollator, wir rennen von Arzt zu Arzt, keiner glaubt uns. Ja, ich bin halt froh, dass sie noch lebt. Die Frage ist nur, wie. Das Schlimmste ist, dass die Herren in Weiß es bei meiner Frau auf die Psyche schieben, nur weil sie vor dem Ereignis sehr depressiv war. Danach war sie 8 Monate ein anderer Mensch. So gelebt hatte sie noch nie, aber lange Geschichte, die hier auch nicht reinhört. Verstehst du das? Das Problem ist, wenn es ein ganz kleines Gefäß ist und es nur ein bisschen blutet, dann kann das sehr lange dauern und vielleicht nicht so schnell verlaufen. Okay. Und hat das Gehirn auch mehr Möglichkeiten, es zu kompensieren. Mhm. Wie groß ist denn das eigentlich? Also ich habe es ja auf dem Röntgenbild gesehen und das ist ja stecknadelgroß. Das ist ja eigentlich ein Witz. Und so ein Aneurysma, wie groß kann das werden? Das kann auch den halben, also eine halbe Gehirnhälfte verdrängen. Ja, okay. Dann drückt das auf die andere Seite. Aber du sagst jetzt hier also die 5 Millimeter, 10 Millimeter? Nee, halben Kopf groß. Okay. Also ist ja richtig, das ist ja ein Druckgefäß. Arterie ist ja, da ist ja richtig Druck dahinter. Ja, ja. Und dann aber kann diese Ausbuchtung, die ist ja... Die ist sehr unterschiedlich. Also von ganz klein, was vielleicht gar nicht bemerkt wird. Also eine ganz kleine, im ganz haarfeinen Gefäß würde vielleicht gar nicht auffallen. Das hat die Natur mit einberechnet in so unserem Leben. Das muss nichts. Aber wenn es etwas größer ist und es wirklich so langsam rein, weil da nicht so viel Blut rauskommt, zwar unter Druck, aber nicht so viel, dann kann das sehr lange. Und dann kann das Gehirn ein bisschen versuchen, was auszugleichen. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, weil er macht ja jetzt schon erst ein bisschen böse auf Ärzte, die das nicht rechtzeitig erkannt haben. Und da sagst du, wenn das so ein Mini-Ding da ist, okay, du kannst wie bei mir auch ins MRT gehen und wenn du da Glück hast, dann kannst du es vielleicht sehen, wenn das Bild das hergibt. Also bin ich kein Radiologe, aber auch da muss es eine Grenze geben. Ja, wenn man sowas sieht, wann nicht. Ja. Und es kann ja auch sein, dass diese Aneurysmen, die haben auch Rezidive. Hm. Die können wieder auftreten. Ja. Und beim zweiten Mal ist die Überlebenschance noch schlechter. Deswegen ich immer schön brauche zur Kontrolluntersuchung. Kontrolle ganz wichtig. Ganz wichtig. Jo. Blutdruck. Schön. Ja. Im Unteren nicht aufregen. Oh, Herr Doktor, na, wenn Sie hier so sitzen. Dann muss ich ein paar Tipps rübergeben. Ja, ich kann die auch ab und nicht zu aufregen. Nicht aufregen, Mensch, das ist normal. Also, keine Ahnung. Okay. Und das ist natürlich, in der Diagnostik kann es auch so viele verschiedene Symptome haben. Ja? Ja.
bei dir waren es die Augen, die sehr, also das kann man nicht anders erklären. Da muss was in Gange sein. Ja. Ja? Aber wenn es nur so ganz leichte Kopfschmerzen sind, ist das nicht so schlimm wie bei dir gewesen sein oder wie bei dem anderen Fall vorhin. Ja. Das kann auch längere Zeit schon so gehen. Ja. Ja. Und dann ist man beim ersten Arzt, er findet nicht so richtig was. Wo will man anfangen? Vielleicht ist ja auch mal ein Tag, der nicht so gut ist. Hattest du ja anfangs auch angenommen. Ich fühle mich nicht so. Ja. Jetzt ist doch die Frage, wann war der Erstkontakt mit dem Arzt? Wenn es natürlich so fulminant, also so schnell verläuft wie bei dir, dann muss man oder geht man schneller zum Arzt. Wenn das so ein bisschen Zeit, so peu à peu, die Symptome sich erst entwickeln. Die meisten denken doch auch gar nicht an ein Aneurysma. Nein. Das sind ja so diffuse Sachen, du hast Kopfschmerzen, du fühlst dich nicht. Ja. Dann sagt jeder, oh, Erkältung im Anflug, irgendwie sowas. Das ist mit der Grund, weswegen wir übrigens ja auch diese Sendung jetzt hier so ausführlich machen, ne? Weil jeder, der zuhört, kann lebensrettend sein, jetzt wirklich. Also das, was wir hier sagen, echt gerne nochmal angucken und nochmal googeln, meinetwegen Aneurysma. Aber das ist wichtig, das zu wissen. Also ich verstehe die Verzweiflung bei dem Guten und ich verstehe, dass der auch sauer ist, weil wer möchte einen Lebenspartner im Rollator haben und so. Aber jetzt auch da wieder, ne? Also die Frau scheint es, Gott sei Dank, überlebt zu haben. Alles nur jetzt in Richtung Depression zu diagnostizieren, ist natürlich auch doof. Also das kann ich verstehen, weil das ist auch natürlich, haben wir vorhin auch gesagt, eine Depression mal rauskommen, es können Ängste entstehen, alles Mögliche. Aber es ist eben halt auch eine körperliche Geschichte. Ja. Das heißt, auch da muss man erlebt ja jeden Tag diese körperliche Einschränkung, die vielleicht nicht wieder zurückzudrehen ist. Ja. Ja. Das Glück haben nicht alle. Nee. Ich sagte ja 3% maximal, die anderen 47 haben irgendwie, wie in dem ersten Beispiel, in der ersten E-Mail Einschränkungen. Mhm. Und da muss man trotzdem froh sein, dass man das überlebt hat. Das ist nämlich nicht ohne. Ja. Das heißt also auch da wieder, nicht aufgeben, und wenn man mit dem Arzt nicht zufrieden ist oder mit dem Psychologen nicht zufrieden ist, okay, es gibt noch mehr von unserer Sorte, ausprobieren, möglichst an Fachleute geraten. Es ist auch immer, man muss auch Schwein haben, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Ich habe damals so ein Schwein gehabt, dass ich einen Professor gehabt habe in Flensburg in der Diako, muss ich auch mal sagen, na, herzlichen Grüße an Diako und schönen Dank nochmal, die Klinik in Flensburg. Und der hat genau richtig gehandelt und der kannte sich auch aus damit. Und er hat gesagt, jo, habe ich schon öfter mal gemacht, das kriegen wir hin. Dann hatte ich nette Leute in der Reha, auch da, schöne Grüße an die Reha in Bad Bramstedt, an bezaubernde Schwestern, die eine weiß, wen ich meine, so, die mir auch viel geholfen hat, die auch auf Facebook mit mir verbunden ist. Doch, das ist alles wichtig und da musst du auch Glück haben. Und du musst natürlich auch mitmachen. So, nützt nichts. Also du hast schon, entschuldige Thorsten, alles gut. Du hast aber schon sehr mitgemacht und du hast hinterher sehr gearbeitet. Jo. Also denn du warst schon, du sahst furchtbar aus, du konntest dich auch nicht gut bewegen. Du konntest nicht gut laufen. Nein. Und das hast du ganz eisern, jeden Tag hast du trainiert. Also das hast du. Das glaube ich auch. Ja. Weil dieses Ziel, was man da hat, was man sich gesetzt hat, ob man es erreicht, weiß man nicht. Das ist wie ein Marathon. Ich weiß auch nicht, ob ich den durchhalten will. Könnte ich davon ausgehen, dass nicht. Aber man setzt sich ein Ziel. Und ob man das erreicht in der Situation, in der Reha, das weiß man nicht. Aber dieses Ziel zu haben und sich dann selber bewegen, sich selber mühen, dass man dieses Ziel erreicht, wieder sich herzustellen, mit Unterstützung, wie du es hattest, in Bad Bramstedt, das ist das, was man da einbringen kann. Und da darf man sich nicht unterkriegen lassen. Und da ist wieder diese Verbindung zwischen Körper und Geist, zwischen Medizin und Psychologie, wo man zusammenarbeiten kann, weil beides gehört zu uns. Und wir haben in diesen beiden Beispielen und auch bei dir gesehen, dass das beides krank werden kann, an einer Stelle ganz schlagartig. Körperliche Einschränkungen, das sind die Symptome, wie man draufkommt und langfristig dann auch psychische Probleme zurückbleiben können, die dann vielleicht sogar wie im ersten Beispiel, in der ersten E-Mail schwieriger zu behandeln sind und schwerwiegender empfunden werden als die körperlichen. Okay, mein Lieber, es war unsere erste gemeinsame Sendung. Komm mal her, komm. Haben wir gut gemacht. Richtig gut. Du hast warme Hände, hast du. Ja. Ja. Nein, es hat mir richtig gefallen. Danke. Ja, du kannst auch reden, dass man dich verstehen kann. Das ist auch nicht selbstverständlich. Na, ist doch so, ne? Ein Arzt kann auch gerne. Ja, den behalten wir, ne? Der darf wiederkommen. Danke. Der darf wiederkommen. Und wir werden immer mal wieder, wenn du dann Zeit hast, du kommst ja nun aus der anderen Gegend, aber wenn du Zeit hast, dann werden wir dich belästigen und dann so.
Ich komme wieder sehr gerne vorbei. Ja, das befürchte ich. Dann haben wir wieder ein schönes Thema. Okay, ihr Lieben, das war Thema Teratil-Aneurysma mit Thorsten Gottschalk, so Arzt, ne, mit Annika hinter der Kamera. Hallo. Und mit den Überlebenden mit dem Loch im Kopf. Alles. Ihr macht's gut. Tschüss. Tschüss.